und stellt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nah. Amen. Dieses kleine Wort habe ich nicht mehr losgelassen seit 3-4 Tagen. Stellt eure Herzen. Wieso sollten die Gemeinde, die Kinder Gottes, das Leib, die auf Erden von Jesus, die Herzen stärken? Wieso? Vielleicht weil es schwach geworden ist. Wieso sollten wir unser Herz festmachen? Weil Pac-Man rumgeht. Er möchte Angst einfach uns, ja, einjagen. Er möchte uns einschüchtern. Hast du auch die Stimme des Teufels auch mal gehört in deinem Leben? Wenn sie ankommt, Diagnose, ja? Wenn Corona in die Familie kommt, wenn die Menschen sterben, sei es egal auf welche Art und Weise. Wirst du dann, wenn die Angst kommt? Ja? Es steht doch in der Bibel, oder in der Bibel heißt es ja, dass der Feind weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Ja? Deshalb wird er alles unternehmen, was er kann, um die Herzen der Gemeinde Jesu zu schwächen. Deshalb war die Frage eines ganz wichtig. Wie geht es dir? Ist Schwachheit aktuell zu finden? Auch in meinem Leben. Oft. 2 Wochen lang habe ich auch Schwachheit gemacht. Weil das Leben manchmal nicht so am Laufen ist, wie man es sich wünscht. Ja? Weil immer wieder der Mensch in Situationen kommt, wo Stärke gefordert wird. Und wenn man viel gibt, viel austeilt, ja, viel unternimmt, dann kostet es Kraft. Oft ist man im Leben schwach. Und dann hört man die laute, ja, das laute Brüllen des Angebers, Satans. Ja? Wo ist Gott? Kann er wirklich? Sollte Gott, hat er Gott wirklich gesagt? Immer die gleiche Methode. Nur damit wir zweifeln, schwach werden und vom lebendigen Glauben abfallen. Hier lesen wir: Seid auch ihr geduldig und stellt eure Herzen. Denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Jesus kommt. Amen. Jesus ist nahe. Glaubt ihr, wie Mose gesagt hat, noch nie war das Kommen Jesus so nah wie hier und jetzt. Und genau das weiß der Feind gesagt. Deshalb hört man von den Kirchen Gottes, von den Gemeinden, von der Braut Jesu, dass viele vom lebendigen Glauben abfallen. Dass es kalt wird zwischen ihnen und Gott. Dass Schwachheit zu finden ist, dass die Sorgen, Nöte, Depressionen und die Schwachheit zu